Hallo liebe Gartenfreunde, heute sind wir mal wieder in einer Kleingartenanlage in der Nähe von Köln und in einem ganz besonderen Garten, den einige von euch schon kennen, und zwar den vom Heinrich. Und Heinrich war schon wieder so fleißig, dass es hier jetzt schon eine ganze Menge zu entdecken gibt. Und naja, eigentlich war das falsch gesagt. Beim Heinrich gibt es im Grunde genommen an 12 Monaten im Jahr was zu entdecken. Ja, das ganze Jahr über. Und heute nehmen wir uns mal den April vor, denn wir haben jetzt Mitte April und wir sprechen über diverse Sachen, über die ganzen Gemüsesorten, die hier schon stehen. Was mit dem Raum hier passiert, denn hier ist, wo gerade die Asiasalate blühen, stehen bald wieder an die 30 Tomatenpflanzen. Heinrich redet ein bisschen über Bodenvorbereitung, über Düngung und ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir beginnen unseren kleinen Rundgang durch Heinrichs Garten in seinem selbstgebauten Tomatenhaus. Die Pflanzen um uns herum, das ist hier blühender Rucola. Wir haben verschiedene Asiasalate, die blühen, die man übrigens immer noch essen kann. Sind nur ein bisschen schärfer als sonst. Was nicht schlecht sein muss. Und da hinten besonders schön ganz viele Radieschen. Die lässt du jetzt aber nicht stehen, weil du das Saatgut nehmen willst, oder? Nee, das würde viel zu lange dauern. Weil Mitte Mai sollen ja die Tomaten rein. Und ich würde mal sagen, die ganzen Pflanzen, die würden noch bis, ja, bis Juni, Ende Juni brauchen, bis das Saatgut reif ist. Vielleicht im Juli. Und dann könnten hier keine Tomaten mehr rein. Das heißt, kurz bevor die Tomaten reinkommen, fliegt das hier alles raus, kommt auf den Kompost. Ja, auf den Kompost und dann wird der Boden aufgelockert, gegossen, weil es ist halt ziemlich trocken jetzt. Und dann kommen halt schon die Tomaten rein. Was düngst du da? Ja, Hornspäne und Tomatendünger. Die Leute fragen immer, als die die Videos von letztem Jahr gesehen haben. Wie groß ist das? Wieso sind da so viele Tomaten drin? Wie groß ist es? Das sind 7,5 Quadratmeter. Okay, auf 7,5 Quadratmeter hast du wie viel? Man kann es nicht oft genug sagen. Wie viel Tomaten? Das sind knapp 30, 31. Und eine Wassermelone auf dem Boden? Da hier vorne Wassermelone, Zuckermelone und dann hier hinten noch eine. Was sind denn das denn für Abstände? Ich meine, viele sagen immer, Tomate, das muss ein halber Meter sein. Aber dann würdest du hier vielleicht 10 Pflanzen reinbekommen. Schwer zu sagen. Also ich mache quasi 5 Reihen. In die Mitte noch quasi eine halbe Reihe. Die 5 langen Reihen haben 6 Pflanzen. Und dann der Rest halt ein bisschen, wie es gerade passt, hier mal eine Pflanze, da eine Pflanze. Jetzt sollen Tomaten ja besonders luftig stehen, damit keine Pilzkrankheiten entstehen. Gut, hier ist eh von an zwei Seiten offen. Zwei Seiten sind ja auf, die zwei Wetterseiten sind geschützt. Und du entfernst auch immer fleißig Geiztriebe und Blätter. Na klar, wenn man so viele Blätter schon auf einem engen Raum hat, muss man halt ausgeizen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, hinter Heinrich steht ein riesiger Salat, sieht total interessant aus. Was ist das? Das ist die Sorte Teufelsohren. Der ist noch vom Herbst, quasi als Winterpflanzung. Und kann man jetzt so langsam ist gut, kann man ernten. Aber was ich viel interessanter finde, ist diese blühende Pflanze, beziehungsweise es sind zwei Arten. Wollte ich schon lange mal live sehen, schon viel darüber gelesen. Das ist eine sogenannte Ölweide. Ist eigentlich ziemlich unbekannt. Kennt eigentlich fast keiner. Warum die Ölweide heißt? Ich hätte es nachlesen können. Ich schätze mal so meine Vermutung. Wahrscheinlich. Die sehen ein bisschen wie Olivenblätter aus. Und die Blüten, was ist das Besondere daran? Also man macht hier hinterher kein Öl daraus, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also das ist quasi ein Wildobststrauch. Bekommt so kleine rote und gelbe Beeren. Und die werden halt im November reif. Und im November gibt es halt kein anderes Obst mehr, was da reif wird. Und dann kann man da Konfitüren draus machen. Man kann die roh essen, aber die sind so ein bisschen so pelzig vom Geschmack. Mhm. Aber als Konfitüre sind die wunderbar. Jetzt muss ich sagen, die Blüten von der hier sind ein bisschen heller. Die sind eher weiß und die so gehen gelblich ins Gelbe über. Sind das zwei Sorten? Ja, das sind zwei Sorten. Weil jetzt eine Sorte alleine würde keine Früchte tragen. Also sowas wie männlich-weiblich oder kriegen die beide Früchte und müssen die sich gegenseitig bestäuben? Die kriegen beide Früchte, nur es geht um die Bestäubung. Okay. Und weil Heinrich hier auch wirklich alles an Platz ausnutzt, immer mal ein paar Blumen dazwischen. Wilde hier Erdbeeren. Unten wilde Erdbeeren. Nachdem Heinrich im letzten Jahr massiv Probleme mit Schädlingen hatte, sei es Kohlweißling an den Kohlpflanzen oder die Möhrenfliege, Zwiebelfliege, Lauch, Zwiebel, alles Mögliche, habe ich ihn mal reichlich mit unseren Gemüseschutznetzen eingedeckt. Was hast du alles da drunter? In dem einen Tunnel hier Zwiebeln, Möhren und Radieschen, in anderen halt Lauchzwiebeln, Porree und Kohl. Bleiben wir mal bei den Möhren. Die Möhren hast du ja in so ein kleines extra Hochbeet gesetzt, einfach um die Erde zu kontrollieren. Ja, da ist halt jetzt lockere Erde drin, weil die Erde hier ist relativ steinig und hart. Und dann kommen nur krumme Möhren raus.
Du hast jetzt natürlich noch zwangsläufig viele freie Stellen im Garten. Weißt du jetzt schon ganz genau, was dieses Jahr wohin kommen soll? Oder entscheidest du einiges auch spontan? Ja, vieles spontan. Ein, zwei Beete habe ich noch komplett frei. Da vielleicht ein Buschbohnen oder so. Der Rest hat zum Beispiel hier vorne kommen Kartoffeln hin. Das eine Beet am Apfelbaum auch. Jetzt habe ich aber noch was anderes entdeckt. Und zwar vor uns zwei, ach, keine Ahnung, wie viel sind das? Vier, fünf Meter Reihen. Ganz unterschiedliche Sachen. Heinrich, was ist das alles? Also ich erkenne ein paar Sachen. Ich schätze da hinten, das ist Melde. Ja, das sind zwei Sorten Gartenmelde. Eine, ja, so eine Bordeaux-Rot und eine grüne, hellgrüne. Ja. Und zwei Sorten abessinischer Kohl. Das ist so ein Schnittkohl. Genau, der kommt eigentlich aus Afrika ursprünglich. Ja, Nordafrika, also die Ecke. Und der wird wie gegessen dann? Ja, wie Spinat eigentlich. Den lasse ich so bis Mitte Mai wachsen. Nachher sollen hier Gurken hin. Dann wird er einfach abgeschnitten, blanchiert und dann entweder eingefroren oder direkt verwendet. Und das gilt natürlich dann auch für die Gartenmelde, weil viele haben jetzt total Panik vor Gartenmelde, weil Ralf vom Selbstversorgerkanal mal ein Problem damit hat. Er hat die aussamen lassen. Ja, das soll man nicht unbedingt machen. Und hatte, es sei denn, du willst das Saatgut, und hatte im nächsten Jahr alles voll mit den kleinen Pflanzen. Gut, das kann man wegmachen, das ist kein Problem, Unkraut. Sind halt dann nur viele. Du lässt die halt so groß werden und dann erntest die komplett ab? Ja, komplett abgeschnitten. Blätter ab, blanchieren oder einfrieren. Also das ist der Mini-Tunnel mit dem Porree. Genau, und den Lauchzwiebeln. Und da ist der Kohl. Hinter uns zwei Reihen dicke Bohnen. Und wie man sehen konnte, der Frost hat ihm gar nichts ausgemacht. Wir hatten hier zwischenzeitlich, also vor zwei Wochen, Spätfrost mit nachts minus 6,2. Die stehen, als ob sie keinen Frost abbekommen hätten. Du hast aber schon ein paar Frostschäden an den Kiwis, hast du mir Kiwis, gezeigt. Erdbeeren. Erdbeeren sind ein paar Blüten abgefroren. An den Himbeeren sieht man Blätter, die trocken geworden sind. Also hat schon Spuren hinterlassen. Was hast du hier noch? Da sehe ich Fenchel. Genau, ist eine Reihe Knollenfenchel, ein Schossfester. An den Stöcken? Das sind weil testweise ein paar vorgezogene rote Beeten. Und das sind so kletterrote Beete oder warum hast du die Stöcke da dran? Nee, da waren so Schutzabdeckungen drauf. Zwischen dem Tomatenhaus und dem Kohltunnel sehe ich auch einige Sachen. Das sieht aus, okay, steht drauf Salat und Erbsen. Ja, eine Reihe Erbsen. Fehlt nur noch Sandgitter. Was man in diesem Garten bei genauerem Hinsehen auch finden kann, ist überall irgendwelche Obst- und Fruchtgehölze, manchmal noch sehr, sehr klein. Zum Beispiel hinter mir, das ist ein Apfelbaum, der bleibt auch so klein. Das ist aber ein Zwergapfel. Ist aber kein Zierapfel, oder? Nee, der bekommt so mittelgroße Früchte. Jetzt nicht so viel wie ein großer Baum, das ist klar, aber kommen Früchte dran. Hinten an den Zaun hast du Kiwis gepflanzt, da hast du aber das Problem, die waren schon ausgetrieben und dann sind sie wieder abgefroren. War halt der Winter, der kein Winter war, sind sie zu früh ausgetrieben, kam der Spätfrost. Dann hast du da oben in Töpfen, was du da vorziehst, das ist aus deinem alten Garten noch, das sind diese Kamtschatka-Beeren. Genau, sind jede Menge von diesen Maibeeren, von den sibirischen. Diese stacheligen Winterzitronen, da hast du nicht so das Glück, da sind dir zwei kaputt gegangen, ne? Ja, die haben den Winter recht gut überlebt, nur jetzt zwei Wochen lang 20 Grad durchgehend und dann auf einmal nachts minus 6 Grad, das haben die nicht vertragen. Gut, dann hast du noch so ein paar Standardsachen, Himbeeren, Brombeeren, du hast eine weiße Brombeersorte, da bin ich sehr gespannt drauf. Auch. Johannisbeeren, Stachelbeeren, was Heinrich auch hat, was irgendwann auch mal in meinen Garten einzieht, entweder direkt hinterm Haus oder in meinen richtigen Garten, sind Heidelbeeren in Töpfen. Und das hat der Marcel auch, der hat bestimmt 50 Pflanzen in Töpfen, sogar für den Verkauf hinterher. Also es geht auf jeden Fall. Du hast jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Pflanzen, verschiedene Sorten. Ja, alles verschiedene Sorten. Verschiedene Reifezeiten, also ganz früh und ganz späte. Und der Vorteil ist ja, im Gegensatz zum Boden, man kann in so einem Topf super das pH-Milieu kontrollieren. Genau, die brauchen eine saure Erde. Und man könnte jetzt auch ein tiefes Loch ausheben, mit saurer Erde auffüllen. Nur halt kalkhaltiges Wasser sickert halt da rein. Dann ist wieder Kalk drin. Das neutralisiert das dann. Genau. Und was hast du jetzt für eine Erde, für ein Substrat genommen, dass das sauer ist? Ja, Morbiderde und Rindenmulch. Weil der Rindenmulch verrottet und wird dann auch sauer. Und mit der Zeit bleibt das so oder muss man hinterher mal achten, was ja, kann man da machen? Da wird man vielleicht oben jedes Jahr ein bisschen neuen Rindenmulch drauf, als oberste Schicht. Den, der in der Erde ist, kann man halt nicht austauschen, der verrottet halt einfach. Was auch leider kaputt gegangen ist hier hinter uns, das ist so ein kleiner Granatapfel im Topf. Auch der war schön ausgetrieben, ja. Hat es jetzt leider hinter sich wahrscheinlich, aber einfach mal stehen lassen. Ein bisschen aus, aber das meiste ist abgefroren. Das ist ärgerlich, da muss man eine Pflanze, die schon so groß ist, nochmal zurückschneiden und hoffen, dass da ein bisschen was rauskommt. Ja, vor allem, der hatte minus 4 Grad ausgehalten, problemlos, und dann waren es minus 6 Grad und am nächsten Tag halt alles trocken.
Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie es hier in einem Monat aussehen wird. Hast du dieses Jahr denn irgendwas ganz Besonderes geplant? Irgendwelche Gemüsesorten jetzt mal außer dem abessinischen Kohl, die du noch nie hattest? Eher weniger. Ich habe dieses Jahr nicht geplant, so eher die Standardsachen, auch bewährte Sorten. Jetzt nicht wieder 30 verschiedene Sorten reinzupflanzen, sondern halt 30 Pflanzen und halt dafür die bewährten Sorten. Das ist so der zweite Schritt bei der Tomatensucht. Zuerst will man alles haben, was man kriegen kann, hat 100 Sorten in einem kleinen Gewächshäuschen. Dann fängt man an zu selektieren, aber kommt immer irgendwas Neues kommt dazu, ja, oder? Ein paar neue, zwei, drei, vier neue Sorten sind schon dabei. Weißt du denn schon, was auf jeden Fall in deinem Sortiment an Tomatensorten ist? Also auf jeden Fall die rosa Oma, die, ne? Auf jeden Fall. Also die gelbe Oma. Gelbe Oma, Churning Prince, Black Rim, Cleota Yellow. Hast du auch wieder diese ganz schwarze? Ja, das war die Gargamel. Gargamel, irgendwas mit Schlümpfen war das. Da so ein bisschen so pflaumenförmige. Ich hatte ja letztens schon in meinem Community-Tab und in einem anderen Video angekündigt, meine Bitte oder einfach meine Idee an uns Hobbygärtner, die ein bisschen Platz im Garten haben, pflanzt doch zum Beispiel ein oder zwei Zucchini-Pflanzen mehr. Ihr wisst, das gibt eine totale Zucchini-Schwemme eigentlich. Die wachsen eigentlich wie Unkraut. Unkraut. Und irgendwann hat man ein Problem, was macht man damit? In diesem Jahr vielleicht alles ein bisschen anders. Vielleicht gibt es aus Spanien irgendwann oder Italien Lieferprobleme und dann haben die Leute ohne Garten ja ein Problem. Also es wird genug Nahrung da sein, nur halt die frischen Sachen nicht. Die sind knapper als sonst. Die sonst so selbstverständlich sind. Deshalb pflanzt ein, zwei Pflanzen mehr, wenn ihr den Platz habt und verschenkt es einfach an Leute ohne Garten. Bist du dabei, pflanzt auch eine mehr? Ich bin dabei, also Platz habe ich ja. Ein paar Zucchinis, vielleicht ein paar Kürbisse mehr. Gute Sache. So, und ich würde sagen, Heinrich, das war mal wieder toll. Ich bin immer, also das ist ja eigentlich das komplette Kontrastprogramm von meinem Garten, der ja, ich habe keine abgestochenen Beetkanten. Ja, das Ganze ist ja mehr so ein Kleingarten, Schrebergarten im Verein. Finde ich auch sehr praktisch hier alles, aber bei mir im Garten ist halt ein anderes Konzept. Ich finde beides gut. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Immer und gern. Auf keinen Fall vergessen, Heinrich hat keinen eigenen YouTube-Kanal, ist halt auch eine ganze Menge Arbeit, was dahinter steckt. Das ist schon ordentlich, ja. Aber was Heinrich hat und wo eine ganze Menge immer passiert, sehr häufig, ist sein Instagram-Profil. Wie heißt Heinrich? Meistergärtner. Meistergärtner. Oder jetzt Meistergärtner. Und auf jeden Fall bitte mal besuchen, abonniert diesen Instagram-Kanal und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was hier so passiert. So, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir arbeiten jetzt ein bisschen zusammen hier noch im Garten. Und bis dahin würde ich sagen, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.